Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Einführung in das Rootbit der E15e in DCS. Ja, zum Start der Tutorial-Reihe zur F15 schauen wir uns heute erst einmal in Ruhe die beiden Cockpits der F15 an, was sie so zur Verfügung hat, was implementiert ist und was nicht. Und da sie ja auch ein Doppelsitzer ist, schauen wir uns dann das hintere Cockpit natürlich auch nochmal an, was dort alles geht und wie wir das dann auch im Zusammenspiel nutzen. Denn wenn wir solo fliegen, die F15, haben wir keinen eigenen AI-Autopiloten zur Verfügung, wie zum Beispiel den Jester bei der F14 und George bei der, beim Apache. Deswegen müssen wir hier alles allein an Bord machen. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, denn wir können eigentlich alles, was wir so an Bord brauchen, auch von vorne komplett bedienen. Wir müssen nur beim Startup mal für zwei, drei Schalterstellungen nach hinten und ansonsten können wir wirklich alles von vorne machen und brauchen dann nicht die zusätzliche Unterstützung wie jetzt den Jester bei der F14, wo viele Funktionen nur von hinten verfügbar sind und manche Funktionen eben von vorne. Dann würde ich sagen, dann fangen wir auch mal direkt hier im vorderen Cockpit an und wir arbeiten uns wie bei den anderen Tutorials auch von der linken Seite hier einmal komplett nach vorne vor und machen dann einmal hier so einen Rundumblick im Cockpit und schauen mal, was wir so alles zur Verfügung haben. Beginnen wir jetzt also ganz hinten links. Hier ganz links hinten in der Ecke haben wir das Ground Power Panel. Das heißt, wenn wir mit Bodenstrom versorgt werden, können wir dann hier einzelne Systeme ein- und ausschalten, weil sonst die Systeme eigentlich erst richtig hochfahren würden, sobald die Triebwerke laufen. Ist jetzt im Moment noch nicht wirklich implementiert, würde ich dann auch in einem eigenen Tutorial nochmal drauf zu sprechen kommen, was diese Schalter ja alle bedeuten. Dann haben wir auch hier einen Schalter, der noch nicht richtig implementiert ist. Das ist der Ground Content Switch, wo wir dann sagen können, unsere Waffen wollen wir auch am Boden abschießen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber wie gesagt, den Schalter werdet ihr sowieso wahrscheinlich nie benutzen. Dann haben wir hier noch ein Maintenance Panel, wo die Bodencrew halt bestimmte Sachen sich anzeigen lassen kann, ist aber auch in DCS nicht drin. Wir haben ja auch keine richtige Bodencrew an der Stelle und müssen auch keine Maintenance machen. Kommen wir dann ein klein wenig weiter nach vorne, denn wir haben jetzt hier einen interessanten Switch. Dieser dient dazu, sobald wir jetzt ein Air-to-Air-Refueling machen wollen und die Klappe, die eben über dieser Düse hängt, wo der Tanker eben den Rüssel reinfährt, sobald diese Klappe nicht aufgeht, aus irgendwelchen Gründen, können wir diese Klappe dann mit diesem Switch hier wegsprengen. Natürlich auch nur einmal, weil sobald dieses Cover dann weggeflogen ist, können wir das natürlich auch nicht mehr da drauf machen. Aber wie gesagt, der ist sogar schon eigentlich drin. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber werde ich dann auch nochmal berichten, beziehungsweise auch beim Air-to-Air-Refueling-Tutorial zeigen, wahrscheinlich an der Stelle. Dann kommen wir jetzt zum Funk- und EFF-Panel. Dafür sind die eigentlich wichtigsten Funktionen hier, die ihr braucht. Hier oben die Volume-Knöpfe, wo ihr die Lautstärken der einzelnen Funkgeräte und auch Warnung an Bord eben einschalten könnt, via Tarkan und ILS. Dann haben wir hier ICS, eben das Intercom und die Waffen, das heißt der Sidewinder-Ton. Und dann eben Launch Warnings für das RWR und dann auch die ganzen anderen Warnungen. Das heißt, hiermit könnt ihr die Lautstärken im Cockpit dann eben einstellen. Und das andere Wichtige, neben den Funktionen fürs IFF, die noch nicht richtig implementiert sind, wo ich ein eigenes Tutorial darüber machen werde, sobald diese da sind, ist hier der einzig wichtige Schalter noch der Mikrofonschalter hier. Den müsst ihr dann beim Startup auf On schalten, damit ihr auch die Bodencrew hört, wenn eben das Canopy unten ist, wenn die Haube zu ist. Dann haben wir hier das Sensorpanel, das ist auch ein sehr wichtiges, weil wir dann hier unsere Sensoren, die wir an Bord haben, halt ein- und ausschalten können. Das heißt, das Radar zum Beispiel, den Radarhöhenmesser, das Terrain-Following-Radar, auch wenn es noch nicht da ist. Es wird dieser Schalter ja sehr wichtig werden in der Zukunft. Dann haben wir das INS-System, was uns eben die Position des Flugzeugs mitteilt. Und das müssen wir dann auch über diesen Schalter align, also eben initialisieren. Dann natürlich hier das Forward-Looking Infrared, was wir dann auch über dieses Panel hier einschalten können. Wir haben ja auch die Möglichkeit des JTIDS, das ist ein Data-Link-System, also wo wir Daten zwischen den Flugzeugen hin und her austauschen könnten. Das wäre dann hier auch der Fall, das haben wir aber nicht implementiert. Und da ist auch die Frage, wie sehr das eben in DCS kommen wird. Darüber haben wir das External Lights Panel. Sollte eigentlich klar sein, womit wir die Positionslichter in ihrer Helligkeit ein- und ausschalten können oder ob die eben blinken. Anti-Collision Light, wo die Formationslichter blinken, wenn wir noch am Boden stehen oder auch in der Luft. Und dann die Formationslichter, die wir eben auch in der Nacht benutzen. Als nächstes sollte ja jedem klar sein, dass hier sind die Schubhebel, die wir an Bord haben. Auch hier haben wir die üblichen HOTAS-Funktionen drauf, die sehr ähnlich zu der A10 sind. So, da muss sich die Gashebel mal ein klein wenig aus dem Anschlag herausbewegen, weil es hier zwei Schalter gibt, die man sonst nicht so richtig sieht. Einmal hier den Schalter für die Rudertrimmung, die wir dann eben nach links und rechts schalten können, je nachdem, wie wir es brauchen. Und hier sehr klein der Klappenhebel, wo wir dann eben die Klappen ein- und ausfahren können im Flugzeug. Wenn wir nämlich jetzt die Gashebel auf Leerlauf stehen haben, dann können wir den aus der normalen Blickrichtung des Piloten hier nicht richtig sehen. Und weil wir den nicht sehen können, haben wir dann hier auch nochmal eine Anzeige, wo ich dann gleich nochmal dazu komme. Dann vor den Gashebeln haben wir hier das Fuel Panel, wo wir eben konfigurieren können,
woher wir unseren Sprit beziehen, denn wir haben ja nicht nur die normalen Tanks an Bord, sondern wir haben ja noch die Möglichkeit, externe Tanks mitzunehmen. Und wir haben die Conforme Fuel Tanks, die eben an der Seite des Flugzeugs fest angebracht sind, die nochmal so eine Art Upgrade zu der normalen F-15 darstellen, wo wir dann auch nochmal richtig viel Sprit drin haben. Und das können wir dann hier auch bedienen, wo wir dann eben sagen können, wir möchten Fuel aus diesen Sachen haben oder nicht. Wir können das dann eben damit ausschalten, indem wir die nach oben machen. Das heißt, wir beziehen jetzt gar nichts mehr aus den externen Tanks. Und wir können sogar sagen, sobald wir beim Refueling sind, ob diese Tanks wieder befüllt werden oder nicht. Das heißt, wenn wir eine Luftbetankung machen und wir wollen nicht, dass wir die Außentanks nochmal wieder befüllen, weil wir nicht so viel Sprit brauchen, weil wir sonst wieder zu schwer wären, dann können wir dieses eben machen mit Stop Refuel. Dann werden diese externen Tanks hier nicht mehr extra befüllt. Dann haben wir natürlich hier einen Fuel Dump Switch, wo wir dann, wenn wir eine Landung machen müssen, wir sind viel zu schwer und wir müssen Sprit ablassen, dann können wir das eben über diesen Switch hier machen. Und dann können wir dann eben schauen, wie viel haben wir noch an Bord und dann wieder auf Normal schalten. Dann hört der Dump eben wieder auf an der Stelle. Dann den großen Schalter, den wir hier haben, der ist eben dazu da, unseren Stutzen für die Luftbetankung eben aufzumachen. Sobald wir den eben auf Open machen, geht dann eben so eine kleine Klappe, die davor ist, eben an der Seite und der Stutzen ist freigelegt, sodass die Luftbetankung durchgeführt werden kann. Und hier können wir dann auch nochmal sagen, wenn wir jetzt externe Tanks dran haben, was zuerst geleert werden soll, also die Conforme Fuel Tanks, die an den Seiten hängen, oder die Wing Tanks, die unter den Flügeln hängen. Weil wir hier natürlich auch sagen können, wir möchten erst die Wing Tanks leeren, damit wir die abschmeicheln können. Das heißt, hier können wir dann eben ausschalten, was wird zuerst leer gemacht, Conforme Fuel Tanks oder die Wing Tanks. Dann haben wir noch ein Miscellaneous Panel, wo wir verschiedenste Funktionen nochmal zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben hier einen Taxi Light und einen Landing Light Switch, der sehr ähnlich zu dem in der A10 aussieht, wo wir das jeweilige Licht dann eben einschalten können. Dann haben wir hier zwei Schalter, die für die beiden Triebwerkseinlässe, die können ja nach oben oder unten gefahren werden, je wie wir es benötigen. Und da können wir die dann eben auf der Autostellung schalten, wo das Triebwerksmanagement sich dann halt darum kümmert, wie diese Einlassklappen eben zu stehen haben. Oder Emergency, wo die dann eben in die obere Position fahren, falls hier irgendwas kaputt ist an dem automatischen, wenn jetzt das Triebwerksmanagement zum Beispiel ausgefallen ist. Dann haben wir noch einen Roll-Ratio-Switch. Das ist dazu da, wenn wir jetzt mit einer erhöhten Geschwindigkeit fliegen, dann ist die Bewegung des Steuerknüppels nicht mal 1 zu 1 zu dem, was an die Klappen weitergegeben wird. Das heißt, wenn wir jetzt langsam fliegen, wir machen einen vollen Ruderausschlag nach links, geht das Ruder auch oder die Ruderfläche komplett nach oben. Wenn wir jetzt schneller fliegen, mit Nähe Mach 1 zum Beispiel, ist ein voller Ruderausschlag, den wir machen, nur noch ein halber oder sogar noch weniger Ruderausschlag wirklich an den Flügeln, an den eigentlichen Ruderflächen. Sollte es jetzt dort auch wieder irgendwelche Probleme geben mit diesem automatischen Management, können wir das auf Emergency schalten und das heißt, wir haben dann immer 1 zu 1 Übersetzung zwischen unseren Rudern und den Ruderflächen. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, wenn wir schneller fliegen, dass wir das Flugzeug dann nicht an der Stelle überlasten. Dann haben wir hier noch den Anti-Skid-Switch, der eben dazu da ist, Boden sozusagen das ABS des Flugzeugs einzuschalten, wenn wir den auf Norm haben. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit zu sagen, gibt es irgendwelche Probleme mit dem Anti-Skid-Norm? Ist das System ausgefallen? Können wir hier auf Pulser gehen, wo es regelmäßige Pulse gibt, nur nicht ein vollständiges Bremsen, dass die Bremsen werden immer wieder gelockert. Oder wir können das System auch eben komplett abschalten. Hier auf dem CAS-Panel, da wird es dann nochmal interessant. Wir haben drei Stabilisatoren, um die jeweiligen Achsen, eben Hoch-, Quer- und Längsachse, die wir dann eben einschalten müssen sogar. In dem Fall unterstützen uns dann ein wenig mit dem Fliegen, denn wir haben ja kein richtiges Fly-by-Wire-System an Bord, sondern es ist immer noch ein sozusagen konventionell gesteuertes Flugzeug über Hydraulik. Und ja, wie gesagt, diese Stabilisatoren helfen uns dann ein klein wenig bei den Steuereingaben, beziehungsweise dämpfen natürlich das, was wir dort machen. Die können wir dann natürlich auch resetten. Das heißt, gibt es irgendwelche Probleme, können wir dann damit auf Reset schalten, sollte es möglich sein oder nötig sein. Werden wir dann aber sehen, ob sowas überhaupt implementiert ist. Wichtig ist hier nochmal dieser Knopf mit der Lampe daneben, der Take-off-Trim-Knopf. Das heißt, vor dem Start müssen wir dann hier noch einmal draufdrücken und die gedrückt hat, bis die Warnung kommt und das Licht hier angeht. Nur dann haben wir das Flugzeug wirklich genau für den Start ausgetrimmt, weil es ja sein kann, dass wir das ein klein wenig verstellt haben nach der Landung oder während des letzten Fluges, deswegen lassen wir es hier drin. Die F-Couple hier an der Stelle würde dazu da sein, das Terrain-Following-Radar, das wir noch nicht haben, mit dem Autopiloten zu verbinden. Das müssten wir dann hier nochmal extra dazu einschalten, ansonsten würde das nicht funktionieren. Wir haben das Terrain-Following-Radar noch nicht, deswegen würde ich da das Tutorial natürlich auch erst später nachreichen und dann auch auf diesen Schalter eingehen.
Bisschen weiter oben am Panel haben wir dann nochmal natürlich in den Fahrwerkshebel, wo wir das Fahrwerk ein- und ausfahren können. Und auch mit den drei grünen Lichtern hier, um uns dann eben anzuzeigen, ob das Fahrwerk richtig eingerastet ist, wenn es eben ausgefahren ist. Und auch hier der Flap-Schalter bzw. Flap-Anzeiger, der uns dann nochmal eben zeigt, sind die Flaps ausgefahren oder nicht, weil wir nur diesen kleinen Schalter haben an den Gashebeln und wir das dann nicht ganz richtig eindeutig sagen können, sind jetzt eingefahren oder nicht. Ist der Schalter grün, heißt das eben, oder der Anzeiger grün, heißt das eben, dass die Klappen ausgefahren sind. Sind die in Bewegung, würde es ja gelb leuchten. Und sind die Klappen komplett eingefahren, leuchtet gar nichts. Dann haben wir noch hier den kleinen Notfahrwerkshebel. Sollte das Fahrwerk auf der normalen Art und Weise nicht mehr ausfahren, weil wir irgendwie angeschossen wurden, dass hier Hydraulikdefekt ist und so weiter, können wir das Fahrwerk dann hiermit sozusagen lockern, dass es aus der Verriegelung rausgeht. Es fährt dann automatisch nach unten und hoffentlich verriegelt sich das Fahrwerk dann auch, dass es bei der Landung nicht einklappt. Aber wie gesagt, ist der Notfahrwerkshebel für genau diesen Zweck, falls das Fahrwerk nicht mehr auf herkömmliche Weise outfährt. Und darüber haben wir dann hier den Hebel für den Notabwurf der Haube. Sollte die irgendwie nicht mehr aufgehen oder aus irgendwelchen anderen Gründen wollen wir uns von der Haube entfernen, können wir diesen Hebel dann betätigen und die Haube wird weggesprengt. Dahinter, aber auch vorne an dem Panel, verbirgt sich hier der Hook Up und Down. Das ist jetzt nichts für Trägerlandung oder so, das ist eine Art Nothaken, den wir noch hinten an der 15 dran haben. Weil im Relay von vielen Flugplätzen eben nochmal Seile gespannt sind am Ende der Runway. Das heißt, sollte irgendwie ein Fehler sein, dass wir zum Beispiel keine Bremse mehr zur Verfügung haben aufgrund eines Hydraulikfehlers oder aus irgendwelchen anderen Gründen, können wir dann diesen Nothaken hinten mit ausfahren, dass der dann eventuell an diesem Fangseil, das dort gespannt ist, dann eben hängen bleibt und wir dann trotzdem noch bremsen können. Dieses Sicherungssystem haben wir leider in DCS nicht, aber wir können trotzdem den Haken hier an der Stelle ausfahren. Dann hier neben dem Fahrwerkshebel haben wir noch Pitch Ratio. Das ist das gleiche wie für die Roll Ratio hier. Das ist auch wieder ein Begrenzer, wie weit wir mit unseren vollen Ruderausschlägen eben auch die Ruderflächen hinten damit voll bedienen können oder bei höherer Geschwindigkeit eben nicht mehr voll. Und das System können wir dann hiermit dann eben auch außer Gefecht setzen. Darüber haben wir hier den normalen Master Arm Switch, wo wir eben unsere Waffen mit scharf schalten können. Und wir haben hier den Switch, wo wir auswählen können, wenn wir etwas an Bord eben absprengen wollen. Das heißt, wir wollen die Waffen zum Beispiel loswerden, weil wir nicht mehr brauchen, weil wir Gewicht sparen wollen oder wir sind zu schwer für die Landung oder aus irgendwelchen Gründen auch immer. Können wir dann hiermit auswählen, was wir eben abwerfen wollen. Jetzt unsere Luft-Luft-Bewaffnung, unsere Luft-Boden-Bewaffnung und auch noch verschiedenste andere Dinge, die wir auswählen können, wie zum Beispiel, ob die Waffen, die wir abwerfen, auch gleichzeitig geahnt werden sollen. So nach dem Motto, wir brauchen die zwar nicht mehr, aber da unten ist eh feines Land, es trifft eh nur die richtigen. Können wir das dann hier auch auswählen und die Waffen dann mit einem Druck auf den roten Knopf dann hier eben abwerfen. Ansonsten steht das eben in der normalen Aufstellung. Auch hierüber würde ich ein eigenes Tutorial machen, weil wir dann hier sogar die Menüs, die wir hier auf den Multifunktionsbildschirmen haben, auswählen können, was genau wir abwerfen bei diesen Sachen. Das heißt, wir können das vorher programmieren. Dann gehe ich mal ein klein wenig zur Seite, weil hier der Bruder von diesem Schalter zu sehen ist. Und zwar ist das hier der Emergency Switch, wo wir dann alles mit abwerfen können. Wo wir dann nicht mehr einzeln auswählen, sondern wir haben jetzt gerade ein richtiges Problem kurz nach dem Start oder wir müssen kurz vor der Notlandung alles ablassen. Wir drücken hier auf den Schalter drauf und es fällt einfach alles von der Maschine ab. Hier haben wir dann natürlich unsere Stamper-Instrumentierung. Das heißt, sollten wir am HUD oder so irgendwelche Probleme haben, würden uns die in diese Instrumente natürlich noch weiterhin dienen als normale Fluginstrumente eben. Fahrt, künstlicher Horizont, Höhenmesser, Variometer und auch der Anstellwinkelanzeiger, den wir natürlich für die Landung brauchen, für die richtige Geschwindigkeit. Komme ich jetzt mal zur linken vorderen Seite des Panels. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite ein Fire Warning System für die Triebwerke und auch für das Hilfstriebwerk, was wir beim Anlassen der Triebwerke benötigen. Das heißt, wir haben pro Triebwerk zwei Systeme hier drunter. Und wir haben für das Hilfstriebwerk hier auch nochmal ein System, was eben rot leuchtet. Da ist es auch so, dass bei meinem Startup alle Systeme testen müssen. Das heißt, nach dem Anlassen des Hilfstriebwerks machen wir einen Fire Warning Test. Bevor die Triebwerke angelassen werden, aber schon initialisiert sind, machen wir einen Test, wo die zweiten Systeme angehen. Und wenn die Triebwerke dann komplett laufen, machen wir noch einen dritten Test für die Afterburner-Systeme. So, für die Bildschirme gehe ich jetzt ein bisschen weiter raus. Die haben nämlich hier zwei große Bildschirme zur Verfügung, wo wir die verschiedensten Sachen eben anzeigen lassen können. Und wir haben noch einen etwas kleineren, dafür in farbigen Bildschirm, der genau die gleichen Sachen darstellen kann wie die beiden anderen hier oben. Wir können die verschiedensten Sachen hier darstellen, wie bei anderen Flugzeugen auch, wie bei der F-18 zum Beispiel.
Der Clou an diesem Bildschirm hier in der F15 ist, dass wir uns bestimmte Profile anlegen lassen können. Das heißt, ich habe bestimmte Bildschirme, die ich oft benutze in gewissen Flugphasen. Da kann ich die vorher programmieren und habe diese dann, wenn ich in diese Flugphase eintrete, immer zur Verfügung. Das heißt, wir können uns je nachdem, in welchem Mode wir uns gerade befinden, ob Air-to-Air, Air-to-Ground oder Navigation, können wir uns bestimmte Bildschirme schon mal direkt anzeigen lassen, sobald wir den Mode wechseln. Und wir haben dann sozusagen noch immer einen Schnellzugriff auf unsere Hotas, die Möglichkeit, dann auch drei favorisierte Bildschirme auszuwählen, die uns dann eben angezeigt werden. Dazu dann aber auch natürlich mehr in dem Tutorial zu einem Bildschirm. Dann haben wir hier in groß das Upfront-Panel, wo wir natürlich hier Dateneingaben tätigen können und natürlich dann uns auch Daten hier dargestellt werden, beziehungsweise auch über diese LCD-Anzeigen hier eingegeben werden können. Und diesen sechsteiligen Display haben wir hier die letzten beiden Zeilen unten nur für die Funkgeräte zur Verfügung und die vier obersten sind eben für die ganzen anderen Sachen, die wir dann eben hier eingeben oder uns anschauen können. Wenn wir dann eben Sachen editieren wollen hier, die uns angezeigt werden, wir jetzt hier eine Höhenwarnung in 250 Fuß, wir wollen die auf 500 Fuß hochmachen, dann können wir einfach 500 eingeben. Das ist jetzt hier in das Quetschpad drin. Wir drücken drauf auf den jeweiligen Switch daneben und es ist eingestellt. Und genauso können wir für die Funkgeräte hier auch die Frequenzen wechseln. Jetzt mal die 247 hier haben wir an der Stelle, anstatt der 243 können wir dann hier die einfach draufdrücken. Und das wird dann auch an der Stelle aktualisiert. Dann habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt auch verschiedene Modes. Air-to-Air-Mode, Air-to-Ground-Mode, Nav-Mode, wie auch bei der F18 zum Beispiel. Und diesen Hauptmodschalter befinden wir dann hier unter dem UFC, beziehungsweise als Teil des UFCs ganz unten, wo wir dann auch zwischen diesen einzelnen Modes hin und her schalten können an der Stelle. Etwas weiter nach oben, manchmal eben die Ansicht, ein HUD sollte ja klar sein. Auch hier bei den jeweiligen Tutorials gehe ich nochmal genau auf das HUD ein. Je nach Mode, in dem wir uns befinden oder welche Waffe wir benutzen, ändert sich dieses natürlich auch. Hier sind nur noch zwei Sachen auf dem Maubenrahmen, die ich einmal kurz zeigen möchte. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite zwei Anzeigen, die wir im Luftkampf benötigen. Das heißt, sobald wir einen richtigen Lock haben auf das Ziel und das Ziel sich in Reichweite befindet, leuchten diese Anzeigen komplett gelb oder sie blinken komplett gelb, um uns das dann eben nochmal anzuzeigen. Und wir haben hier an der Stelle noch ein Licht, was uns die Verfügbarkeit des Luftbetankungssystems anzeigt, ob das eben gerade ready ist oder nicht oder ob es einen Fehler gibt. Das hat eben seinen Platz hier oben gefunden, weil wir natürlich jetzt während der Luftbetankung nach oben auf den Tanker schauen, ob wir uns in der richtigen Position und so weiter befinden und dann hier ganz klar sehen können, ob wie das System funktioniert, ohne dass wir dann immer ständig nach unten schauen müssen. Kommen wir dann jetzt mal zur rechten Seite des vorderen Panels. Hier haben wir die Hydraulikanzeigen, ob eben mit dem hydraulischen System alles in Ordnung ist. Wie gesagt, wir brauchen das eben für die Steuerflächen und auch fürs Fahrwerk und so weiter. Und dann haben wir da drunter eben die Triebwerksanzeigen, mit welcher Drehzahl wir laufen, Abgastemperatur und wie viel Sprit wir gerade verbrauchen, beziehungsweise auch, wie weit die Auslassdüsen geöffnet sind und unseren Öldruck auf den jeweiligen Triebwerk. Dann haben wir noch eine Uhr und hier der Anzeiger, auf welcher Höhe gerade die unsere Kabine ist, weil wir hier eine Druckkabine haben und selbst wenn wir an 30.000 Fuß fliegen, sind wir mit der Druckkabine meistens trotzdem nur so um 10.000 Fuß herum. Hier auf der rechten Seite haben wir noch den Tankanzeiger, wo wir eben sehen können, wie viel haben wir in den einzelnen Tanks noch drin. Wir haben jetzt einmal hier oben eine analoge Anzeige, die uns anzeigt, wie viel wir intern im Flugzeug haben. Das heißt, die normalen internen Tanks der F15, also im Rumpftanks und Flügeltanks, ohne irgendwelche externen Tanks und ohne die konforme Fuel Tanks. Dann haben wir hier unten drunter die Komplettanzeige, also wirklich von allen Tanks zusammengenommen. Das heißt, interne Tanks plus externe Tanks, plus konforme Fuel Tanks. Das ist eben alles, was wir hier zur Verfügung haben. Und mit dem Schalter hier drunter können wir dann nochmal sehen, wie viel sich in den einzelnen externen Tanks nochmal wirklich drin verbirgt. Das heißt, interne Wing Tanks können wir uns anzeigen lassen, die beiden Feeder Tanks für die Triebwerke, die normalen Tanks, die wir an Bord haben, externe Wing Tanks, sobald wir die haben, haben wir jetzt gar keine an Bord. Dann Center Tanks haben wir keinen an Bord. Und wir haben hier nochmal die konforme Fuel Tanks, wo wir uns dann auch mal anzeigen können, wie viel die von unserem Gesamtsprit, den wir dabei haben, eben ausmachen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite eben ein Warning Panel, wo uns bestimmte Sachen, die ausfallen, dann nochmal dargestellt werden. Und auch hier ist es dann beim Start nochmal wichtig, dass ihr dann einmal drauf schaut, sind hier alle Lichter aus, haben wir auch keine Warnings, sind irgendwelche Systeme ausgefallen. Sobald das Panel dunkel ist, ist eigentlich alles gut. Viele Sachen werden auch auf dem Bildschirm dargestellt, wenn jetzt irgendein Fehler ist. Aber wir haben jetzt hier eine Darstellung von den wichtigsten Sachen, selbst wenn die Bildschirme irgendwie ausgefallen sind oder wir gerade was anderes auf dem Bildschirm dargestellt haben.
würde das eben hier dann auch nochmal aufleuchten. Dann haben wir hier Brake Hold on Off. Das ist sozusagen unsere Parkbremse. Sobald wir im hydraulischen Druck haben, können wir dann unsere Bremsen damit einschalten, damit das Flugzeug sich am Boden nicht bewegt. Und dann neben den Jet Fuel Starter. Den brauchen wir dann beim Anlassen der F-15. Das ist eben das kleine Hilfstriebwerk, was startet, was dann mittels diesem, das in dem Zapfluft produziert, was wir dann brauchen, um eben das Triebwerk anzulassen an der Stelle. Wir haben hier das Sauerstoffpanel, das uns eben über die Maske mit dem nötigen Sauerstoff versorgt. Hier müssen wir eigentlich nur dieses einschalten und keine anderen Sachen betätigen und dann nochmal schauen, ob wir genug an Bord haben, beziehungsweise hier mit dem Flow Indicator, das uns dann anzeigt, ob auch wirklich dieses System funktioniert. Darunter haben wir das ganze Triebwerksmanagement. Das sind dann Sachen wie hier zum Beispiel für die Generatoren, die wir dann beide an Bord haben. Den Schalter, wenn jetzt ein Generator ausfällt, dass automatisch der Notgenerator angeht. Dann haben wir die beiden Triebwerksmanagementsysteme, die wir hier ein- und ausschalten können. Die beiden Hauptschalter für die Triebwerke. Das heißt, wenn wir hier ISO auf anschalten, dann sind eben auch die beiden Treibstoffhähne geöffnet für die Triebwerke und die können dann erst angelassen werden. Wir haben den External Power Switch. Wenn jetzt Bodenstrom angeschlossen wird, können wir den dann hier über diesen Switch einschalten. Weil sobald er angeschlossen wird, werden die Systeme noch nicht mit Strom versorgt. Erst wenn wir diesen auf Norm schalten, wird eben auch der Bodenstrom versorgt. Und diesen Schalter hier müssen wir umlegen, sobald wir den Jet Fuel Starter hier benutzen, dass dann eben auch dieser dazu benutzt wird, um die Triebwerke anzulassen. Ein bisschen weiter rechts auf der Seite haben wir in diesem Bereich Sachen, die wir eben für die Kühlung der Systeme benötigen, beziehungsweise auch für die Kühlung der Piloten. Das heißt, wir haben hier das Air Conditioning Panel, wo wir eben einstellen können, wie kalt und warm wollen wir es haben. Und dann darüber das Anti-Ice Panel, wo wir dann das Steuerrohr zum Beispiel beheizen können, beziehungsweise auch hier vorne unsere Windschutzscheibe, sollte die vereisen oder beschlagen, können wir das dann eben dann hiermit auch bedienen. Und dann haben wir zu guter Letzt im Panel, genau hier kommt dann auch nichts mehr, haben wir nochmal das Light Panel, wo wir dann die ganzen Lichter, die wir hier innerhalb des Flugzeuges benötigen, damit ein- und ausschalten können. Wir können dann hier die Konsolenbeleuchtung auf der Seite einschalten, beziehungsweise die Instrumentenbeleuchtung vorne, den Kompass, UFC und so weiter und so fort. Würde ich dann nochmal in dem eigenen Tutorial darauf eingehen, wo ich dann zeige, wie er die F-15 am besten für die Nacht konfiguriert. Denn mittels des Forward-Looking-Infrareds können wir natürlich die F-15 sehr gut nachts fliegen und auch verwenden. Und dann bietet es sich natürlich an, hier auf dem Panel nochmal genauer einzugehen, welche Sachen wir hier zur Verfügung haben. So, soweit zu den wichtigsten Sachen vorne. Gehen wir jetzt einfach mal nach hinten. So, und hinten sticht es natürlich direkt ins Auge. Wir haben hier vier große Displays zur Verfügung, zwei monochrome und zwei farbige. Und da bleibt natürlich kein Wunsch offen. Hier können wir dann alles mit bedienen. Die Bedienung an sich ist natürlich genau gleich wie vorne. Wir haben auch die gleichen Seiten wie vorne. Aber wir haben eben nur die Möglichkeit, dann eben mehr darzustellen, wie wir es brauchen. Und wir können uns dann komplett auf die Bedienung unserer Systeme hier konzentrieren. Ich mache zum Beispiel gerne hier die Karte auf und das HSI-System, dann noch den Targeting-Pod und dann kann ich mir natürlich hier das RWR auch noch einen darstellen. Das ist schon wirklich ein Träumchen, was wir hier zur Verfügung haben. Aber auch hier beginne ich natürlich erst nochmal auf der linken Seite. Wir haben jetzt hier nicht mehr ganz so viel zur Verfügung wie jetzt vorne, weil viele Sachen natürlich vom Piloten einzeln bedient werden, beziehungsweise die wir nur einmal an Bord haben. Wir haben natürlich dann hier auch nochmal die Lautstärken, genau wie vorne. Ich gehe vielleicht noch ein klein bisschen näher dran. Auch hier wieder könnt ihr euch die Lautstärken so regeln, wie ihr die hinten braucht. Wir haben hier für die elektronische Kriegsführung auch noch einige Dinge an Bord, die jetzt hier aber allerdings alle nicht funktionieren. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht drauf ein. Sollte es sein, dass da noch mal was nachkommt, würde ich das natürlich machen. Und dann habe ich hier ein Panel, was vorne nicht zu finden ist und was ihr beim Startup natürlich unbedingt braucht. Das ist das Panel für den Target Pink Pod. Das wollt ihr den benutzen und ihr fliegt von alleine, müsst ihr den dann hinten hier einmal einschalten, eben auf Standby, vorm Start und sobald ihr in der Luft seid, natürlich dann hier auf On. Und natürlich wollt ihr deine Laser auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel das für eine lasergelenkte Bombe braucht, dann könnt ihr das natürlich dann hier auch nochmal einschalten, beziehungsweise müsst das einschalten. Dann haben wir hier an der Stelle natürlich die Gashebel genau wie vorne. Nicht mit so vielen Hooters-Sachen, wie wir so vorne haben. Ist allerdings auch nicht nötig, weil die meisten Hutter-Sachen von dem Gasheben und so weiter weggewandert sind auf diesen Handcontroller, den wir hier auf der linken Seite haben und den gleichen haben wir auf der rechten Seite nochmal. Das heißt, alles, was wir hier im hinteren Cockpit brauchen, was das Hutters angeht und was die Bedienung der Bildschirme angeht, passiert über diese beiden Handcontroller.
Die sind jetzt beide fix, das heißt, man kann sich dran festhalten. Und über das SOTAS dieser beiden Sachen dann eben die Bildschirme bedienen und auch die Waffensysteme. Und man braucht die eigentlichen Kontrollen, die der Pilot hier hat. Das heißt, die Gashilfe und den Eichenstick nicht anfassen. Die hat der Visor hier hinten zwar zur Verfügung, um auch notfalls das Flugzeug steuern zu können oder um so das Steuermann zu übernehmen. Aber für die normale SOTAS-Bedienung muss der diese beiden nicht anfassen und der Pilot da vorne die volle Kontrolle drüber. Dann haben wir die gleichen Notsachen wie vorne auch. Das heißt, wir können die Haube absprengen, das Fahrwerk notausfahren und auch den Haken bedienen, falls wir es brauchen. Und wir haben auch nochmal hier die Indikation, ob das Fahrwerk richtig eingefahren ist oder nicht. Wir haben jetzt keinen eigenen Fahrwerkshebel hier hinten, sondern das würde immer vom Piloten vorne bedient werden. Das heißt, würde der Visor hier wirklich die Maschine komplett alleine landen müssen aus irgendwelchen Gründen, dann müsste der hier auch den Notfahrwerkshebel betätigen und könnte dann über diese Anzeigen sehen, ob das Fahrwerk wirklich ausgefahren ist oder nicht. Dann vorne von dem eigentlichen Steuerknüppel haben wir hier nochmal den Mode Indication. Das heißt, der Visor kann jetzt nicht den Master Mode der Maschine hin und her schalten, sondern es wird nur angezeigt, ob wir gerade im Air-to-Air sind oder Air-to-Ground. Das muss der Pilot vorne machen. Dann haben wir hier auch in der Mitte natürlich die Standby-Anzeigen. Sollte hier irgendwas ausgefallen sein an den MFDs, können wir das natürlich dann hier über diese Standby-Anzeigen haben. Und wir haben auch hier nochmal eine Anzeige des Internal Fuel Tanks, wie viel wir zur Verfügung haben. Und die komplette Spritbeladung des Flugzeugs dann hier drunter. Dann haben wir rechts auf der Seite zu finden das UFC, weil wir natürlich hier unsere Bildschirme hier vorne haben wollten. Deswegen ist das nicht mehr so richtig der Abfahrt-Controller. Aber wir brauchen natürlich schon noch die Funktion. Deswegen ist er dann einfach hier auf die rechte Seite gewandert. Und wir können ihn dann hier also auch bedienen. Der Hebel daneben ist nochmal interessant, weil wir hiermit sagen können, was passieren soll, wenn wir uns mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug raus befördern. Wenn er hier auf normal steht, dann heißt das so, wenn wir den Schleudersitz betätigen, fliegen wir nur alleine raus. Betätigt der Pilot vorne den Schleudersitz, fliegen wir beide raus. Dann gibt es die Möglichkeit, Solo einzustellen. Das heißt, in dem Fall würde man das so einstellen, wenn man jetzt mit der F-15 alleine fliegt. Das hinten sitzt keiner. Dann würde auch nur der vordere Schleudersitz rausgehen. Und dann gibt es noch den Mode Aft. Das heißt, wenn ich als Visor jetzt den Schleudersitz ziehe, fliegt auch der Pilot vorne mit raus. Sollte eben aus irgendwelchen Gründen der Pilot vorne nicht mehr richtig verfügbar sein oder bewusstlos, können wir dann hier mit uns auch beide raus betätigen. Aber ansonsten, Normalstellung ist natürlich Norm. Sobald der Pilot entscheidet, jetzt gehen wir raus, fliegen eben beide raus. Auf der rechten Seite haben wir natürlich dann nochmal hier unser Sauerstoffpanel hier vorne. Auch hier wieder gilt, wir müssen eigentlich nur den grünen Schalter auf einschalten. Wir haben auch hier die Switches für die interne Beleuchtung. Sollten genau die gleichen sein wie vorne. Und hier nochmal zwei Sachen, die wir vorne nicht haben, die wir beim Startup auf jeden Fall brauchen. Wo wir hier das RWR einschalten können, beziehungsweise auch hier unsere Gegenmaßnahmen. Welchen Mode wir den benutzen wollen, eben automatischen oder manuellen Modus und so weiter. Auch diese beiden Panels sind natürlich Bestandteil dann eines eigenen Tutorials zu den Gegenmaßnahmen, weil das hier noch ein bisschen komplexer ist, beziehungsweise jetzt kurz nach Release leider auch noch nicht verfügbar in der kompletten Gänze. Zum Beispiel können wir hier keine richtigen Programme verwenden. Das heißt, es gibt nur einen Modus und so weiter. Deswegen würde ich dann erst später drauf eingehen. Aber wichtig ist eben beim Startup hier das RWR einzuschalten und hier das EWWS und dann den Mode von Off eben auf Manual oder Semi-Auto zu schalten, damit ihr dann auch die Gegenmaßnahmen zur Verfügung habt. So, das war es eigentlich auch schon auf der hinteren Seite der F-15, weil wir hier natürlich die meisten Funktionen über die MFDs haben und die beiden Handcontroller an der Stelle, wo ich dann natürlich dann im Visu-Tutorial nochmal drauf eingehen werde. So viel jetzt erstmal als ersten Eindruck zum Cockpit der F-15. Ich bin auf einige Dinge mehr eingegangen als auf andere, aber zu den meisten Sachen wird es natürlich in den Tutorials dann nochmal näher drauf eingegangen werden. Das ist jetzt erstmal nur so ein kurzer Rundumblick im Cockpit, damit ihr so ungefähr weiß, wo sich die Sachen befinden, beziehungsweise auch als Grundlage für die nächsten Tutorials, damit ihr dann wisst, wenn ich irgendwas erwähne, wo ihr das dann finden könnt. Ja, so viel dazu. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert mich auch bitte, falls ihr noch nicht getan habt. Und wie immer geht es, wenn ihr irgendwelche Fragen offen, schreibt mir einfach drunter unter die Kommentare. Freut mich, wenn ich was von euch zu lesen bekomme. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.